So, schönen guten Morgen alle miteinander. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der Berliner Heilpraktikertage. Wir hatten gestern 400 Personen ungefähr hier, die sich schon für die Vorträge interessiert haben. Und ich habe jetzt das Vergnügen, den bestimmt bekanntesten Heilpraktiker in ganz Berlin ansagen zu dürfen. Milchstraßenweit. Ja, Andreas Krüger, Wayu Shasha, Vani, alles. Tong Ting Tong, oder wie war das? Kleines Reisgericht? Kleines Reisgericht, das heißt Fang Gong. Fang Gong, okay. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei eurer Berührung. Tja, mein wundervoller Held. Danke für deine liebevolle Einführung. Ich freue mich sehr, ganz außergewöhnlich sehr, mal wieder hier in diesem Logenhaus mit wunderbaren Weggefährten diesen Sonntagvormittag gestalten zu dürfen. Ganz kurz zu meinen Weggefährten. Fangen wir in der Reihenfolge der Vorträge an. Einmal Adrian Pontius, zeigst du dich einfach mal. Adrian ist ein ganz alter, wundervoller Kollege von uns, hat in einem unwahrscheinlich großen Maße unsere Arbeit in unserem Hause beeinflusst. Also wenn ich das jetzt mal ganz dramatisch sage, ist meine Arbeit ohne ihn heute gar nicht mehr so richtig möglich, weil Adrian hat uns den Biomagnetismus gebracht und er hat uns den Beinlängentest gebracht. Und ich habe zwar Medien, die anders testen wie Heidi. Heidi testet mit der Route, aber über viele Jahre war Reik ja mein primäres Medium. Das heißt, dass über viele Jahre fast alle meine Patienten, die ich behandelt habe, ihre Kurpläne über den Beinlängentest bekommen haben. Also von der Seite her kann man sagen, dass der Impuls, den Adrian in unseren Schwarm gebracht hat, unendlich groß ist. Darum freue ich mich, dass wir hier, glaube ich, das erste Mal so eine gemeinsame Veranstaltung haben. Und Adrian ist der Schöpfer unserer wunderbaren Hildegard-Ringe. Ich weiß gar nicht, ob du das immer noch machst. Das Nugget-Gold mit dem Grünglas, den Spinnenfäden und den Lindenspan, was uns vor allen Dämonen und Seuchenzügen bewahren soll. Ich habe zwei dieser wunderbaren Ringe, ich liebe sie sehr. Und der ehrenliche Nucht ist Adrian, Dozent an unserem Haus, für eines der wichtigsten Fächer, die es für mich an unserem Haus gibt. An einem der Fächer, wo wir am meisten das uns im sozialen Begegnen üben, nämlich in unserem Fach Haltung und Bewegung, was integraler Bestandteil der Leibarbeit ist. Also alle, die bei uns Leibarbeit erlernen, kann man das ja nicht wirklich nennen, ich nenne das immer erüben und erinnern, die haben auch die Möglichkeit, mit Adrian und mit Bernhard Haltung und Bewegung zu üben. Und mir ist dieses Fach wirklich wahnsinnig wichtig und liegt mir total am Herzen, weil für mich ja der Mensch, und wahrscheinlich gibt es uns trotz allen Katastrophen, die wir gerade hier anstellen, immer noch in seinem Kern ein zutiefst soziales Wesen ist. Und das ist ja das Thema unseres heutigen Tages. Dieses Soziale drückt sich für mich in unserer großen Fähigkeit aus, uns zu berühren. Ich glaube, dass sich berühren ist die sozialste Geste, zu der unsere Spezies in der Lage ist. Und wenn wir diese soziale Geste freischalten, denn sind Dinge wie gewaltfreie Kommunikation etc. etc., die kommen dann eigentlich fast wie von selbst, wie ich immer so gerne sage, reflexartig. Wenn ich jemand wirklich berühre, ob in einer Bewegung, wenn ich ihm begegne oder am Leib, dann muss ich mich gar nicht anstrengen, um zu ihm nicht, du blöder Wichser, zu sagen.
Da muss ich mich nicht anstrengen. Da muss ich gar nicht gewaltfreie Kommunikation im Kopf haben. Das passiert einfach nicht. Das passiert nicht. Das ist denn nicht in unserer Wirklichkeit. Also um sowas zu sagen, muss ich nicht in einer Berührung sein. Muss ich nicht im Kontakt sein. Ja, und darum bin ich so glücklich, dass Adrian heute darüber spricht. Ich bin mal gespannt, wie man darüber sprechen kann. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube ja, man kann über alles sprechen, auch über Dinge, die eigentlich jenseits von Sprachlichkeit sind. Ja, und dann natürlich Urgestein dieser Sonntage. Urgesteinen, gibt es sowas? Ja, Urgestein. Urgesteinen. Many Wolf Woman, die Erzhexe unserer Engelwölfe, Heidi Barth, die wird uns wie schon eigentlich immer, schon wie eigentlich immer, Heidi ist eigentlich immer, Heidi ist immer, wir haben einen neuen Slogan, Heidi ist immer, wird uns zum Schluss nach all dem Gehörten zutiefst durch das Erleben heilen. Heidi ist ja an diesen Sonntagen immer für den Erlebnisaspekt zuständig und sie wird heute mit uns eine Seelenreise machen, eine schamanische Reise, die uns dann hoffentlich alle als um ein Vielfaches Berührbarere hier entlässt. Weil ich nehme ja den Auftrag von Rudolf Steiner sehr ernst, dass das, was ein Vortrag sein sollte, immer primär heilend sein sollte. Dass er was vermittelt, dass er was lehrt, dass er Informationen weitergibt. Das ist alles schön. Aber eigentlich ist es die Aufgabe eines Vortragenden, es ist die Aufgabe eines Lehrers, heilend und sozial impulsiv zu wirken. Ja, und das macht ja Heidi immer. Am Ende dieser Sonntage, und darum gehen wir hier auch ja so beglückt immer raus, wenn wir uns auf diese Reise einlassen. Ja, wie das in meinem Leben immer so ist, erzähle ich mir diese Vorträge jetzt schon seit 4 Wochen. Dass ich das tue, ist auch eher reflexartig. Ich nehme mir jetzt nicht vor, jetzt in 4 Wochen bis zu den Heilpraktikertagen, ich fange mir jetzt mal an, meine Vorträge zu halten. Das merkt immer meine liebe Frau, indem sie mich dann mehrmals täglich anspricht, redst du wieder mit dir selbst? Und dann sage ich immer, nee, ich rede nicht mit mir selbst, ich rede schon mal mit denen, die da sonntags vor mir sitzen. Und es ist wirklich meine Art, mich auf meine Vorträge vorzubereiten, dass ich mir die immer wieder erzähle und dann stelle ich mir vor, Frettchen sitzt in der ersten Reihe und dann erzähle ich, lächelt er jetzt endlich, ja, jetzt lächelt er, irgendwer fängt da an zu sabbern, ja, jetzt fängt er an zu sabbern. Nicht wegen deiner Nachbarin, wegen meines Vortrags, das muss ich jetzt heute sehr genau auseinanderhalten, ja. Und dann weiß ich, ich bin auf der richtigen Spur, ja. Also ich brauche das auch. Ich brauche auch Menschen im Publikum, mit denen ich in Resonanz bin. Und an diesen Sonntagen hier im Logenhaus ist es so schön. Ich kann mich gar nicht, überall, wo ich hingucke, sehe ich Menschen, wo ich in Resonanz bin. Wenn ich irgendwo bin und einen Vortrag halte in einem völlig völlig fremden Publikum, dann beginnt mein Vortrag wirklich damit, dass ich Kontakt erstmal suche. Und dann gucke ich, wo finde ich mindestens 4 lächelnde Augen. Und mit denen bin ich denn während des ganzen Vortrags im Kontakt. Alle Riemannianer sagen ja, Hysteriker, 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 alles in Ordnung. Andererseits, ohne Hysterie gibt es auch keine guten Vorträge. Ja? Heiner Müller ist einer meiner Lieblingssätze von Heiner Müller. Der hat mal gesagt, alle Kunst kommt aus der Hysterie. Als Schizoider kriegst du gerade mal so einen Zen-Kreis hin. Ja? Aber die Kunst an sich ist hysterisch, ist hysterisch. Ich weiß gar nicht, ob es zwanghafte Kunst gibt. Ja, wahrscheinlich gibt es auch zwanghafte Kunst. Aber die lebendige Kunst, die kommt aus der Ebärmutter, aus der Hystera. Da kommt die Kunst her, da kommt die Schöpfung her. Die Ebärmutter ist unser primäres Schöpfungsorgan. Und darum finde ich das so schön, dass Ebärmutter und Hysterie, das ist ein Wortstamm. Das finde ich irgendwie was ganz Schönes. Ja, Heidi kommt immer. Heidi ist immer. Heidi ist immer.
Das darf auch passieren, das darf auch passieren, das darf auch passieren. Gut, jetzt zum Thema unseres heutigen Tages. Wie schon gesagt, meine Vorträge entwickeln sich ja 4 Wochen vorher mindestens. Und vor 4 Wochen wollte ich noch ganz was anderes erzählen wie heute. Vor 4 Wochen wollte ich noch über Riemann reden. Inzwischen sage ich euch, Riemann könnt ihr jetzt lesen. Ich rede jetzt über was anderes. Aber ich bleibe beim Thema die Zärtlichkeit oder den Mangel an Zärtlichkeit. Wer im Augenblick hier im Raum berührt gerade jemand anders? Bitte mal Arme hochhalten. Bitte, und jetzt ganz ehrlich, bitte mal oben halten. Also ich würde mal sagen, maximal 5-10% sind in Berührung. Maximal 5-10%. Und wahrscheinlich einige, weil sie wissen, dass ich frage. Das ist jetzt eine bösartige Unterstellung. Ich sage jetzt mal, es muss keinen Grund dafür geben, dass sich hier irgendjemand berührt. Es muss dafür keinen Grund geben. Es gibt Gründe, warum hier ein Mensch unberührt sitzt. Dafür muss es Gründe geben. Aber es muss keine Gründe geben, dass ihr euch berührt. Weil dass ihr euch alle berühren würdet, ist die Ordnung des Lebendigen. Wenn hier einer unberührt in diesem Raum sitzt, ist es nicht in Ordnung. Warum? Weil unsere Spezies eine Spezies ist, die es nur gibt, weil wir uns berührt haben. Unsere direkten Vorfahren sind Beutelerdmännchen. Die netten, die immer alles gemeinsam machen. Ja? Die immer alles, die machen ja nichts alleine. Beutelerdmännchen. Also jetzt nicht die von jetzt, sondern mit Beutel. Ich finde, Beutel finde ich ja sowieso völlig genial. Ich wäre auch gerne ein Beutler. Also ich wäre gerne ein Beutler. Das find ich, finde diese Idee des Beutlerseins wunderschön. Und als dieser Meteorit kam und der intelligentesten Spezies, die jemals auf diesem Planeten war, den Gar ausmachte, nämlich den Raptoren, es war eine hochintelligente Spezies, matriarchal, wahnsinnig intelligent, irre effektives Rudelverhalten, ohne den Meteoriten hätte dieser Planet eine raptorische Herrschaft für die nächsten 15 Millionen Jahre gehabt. Die Raptoren wären wahrscheinlich inzwischen die Herren der Galaxie geworden, weil die waren wahnsinnig überlebensfähig, die waren total intelligent, wahnsinnig strukturiert, irre. Sie haben eins nicht getan und es hat ihnen ihr verdammtes Leben gekostet. Sie haben sich nicht gerieben, sie haben sich nicht berührt, sie haben keine Zärtlichkeit ausgetauscht. Dass es uns gibt, liegt nur daran, dass die liebe Göttin, als sie uns schuf, wahrscheinlich in unser limbisches System Reflexe eingepflanzt hat. Reflexe. Und diese Reflexe, und dazu muss man nichts tun, es passiert von alleine. Wenn man es nicht tut, dann hat es einen Grund. Dazu geführt haben, dass wenn eine Spezies von uns einem anderen Mitglied seiner Spezies berührt, es reflexartig zu einem Hervorschnellen der Hand kommt. Je nach Verbotschip werden bestimmte Körperteile spontan berührt und meistens gerieben. Manchmal auch festgehalten, aber es ist meistens verboten. Ist auch eine Urgeste, ist wirklich eine Urgeste. Nicht nur bei Schnarchen, es ist generell eine Urgeste. Wenn Frau merkt, Mann hat Angst, gibt es einen Reflex, dass sie sofort seinen Lingam nimmt und etwas festdrückt. Wenn es alle Frauen machen würden, hätten wir kaum ängstliche Männer und damit keinen Krieg. Aber diese Urgeste ist uns einfach verchippt. Wer Chips hat, die er nicht durch Psychoanalyse wegkriegt, geht zu Gertraud. Gertraud bringt euch alle Chips aus dem Hirn. Gertraud ist unsere Entchipperin im Schlaf. Ja? Und diese Reflexe haben dazu geführt, als der Meteorit kam und einschlug, dass unsere Vorfahren, die Beutelerdmännchen, überlebt haben. Weil die haben nämlich in Erdhöhlen gelebt und haben dann einfach 200.000 Jahre vor sich her hinreibend überlebt.
in Reihen Löffelchen schlafend, weil Erdmännchen schlafen Löffelchen in Reihen zu 30, 40. Ja, und die Superintelligenten, die Superaggressiven, die Superdurchsetzungsfähigen Raptoren, die meine Erdmännchen bis dahin als Kaiserhappen benutzt haben, die haben uns so wie Moncherie waren wir. Wir waren schön saftig, besser wie so ein Dinosaurier, der so ein bisschen zäh war. Ja, und die Raptoren sind einfach erfroren. Die sind erfroren, weil sie sich nicht warm gerieben haben. Ihre Spezies starb aus, weil ihre Eier nicht mehr ausbrüteten. Es war zu kalt. Und wir haben überlebt, weil wir uns gerieben haben. Weil wir gekuschelt haben. Nicht, weil wir wie wild gepoppt haben. Das machen Erdmännchen auch. Aber das ist nicht das Zentrale des Sozialen. Poppen kann man auch wahnsinnig unsozial. Ich habe mich in meinem Leben schon oft unsozial verpoppt. Aber unsozial gerieben habe ich, glaube ich, noch nie. Unsozial gerieben habe ich noch nie. Ja, also es geht um Reflexe. Es geht wirklich um Reflexe und wir haben ja viele, viele Jahre in der Leibarbeit unseren Hörsinn ausgebildet, dass wir auf den Ruf des Leibes hören, dass wir hören, was braucht der Leib. Das ist alles richtig gewesen und das machen wir auch weiterhin. Aber es gibt noch eine Ebene unterhalb des Leibes, das der würde das wirklich limbisch nennen, wo du gar nicht mehr hören musst, sondern wo es passiert. Wo es passiert, wenn es keinen Grund gibt, dass es nicht passiert. Also es muss Gründe geben, dass es nicht passiert, sonst würdet ihr nie diesen Stuhl zwischen euch lassen. Es muss einen Grund geben für diesen Stuhl. Es muss einen Grund geben für diesen Stuhl. Es muss keinen Grund geben, warum sich jemand nicht vorstellen kann, zwischen zwei Menschen zu sitzen und spontan die zu berühren. Dafür muss es überhaupt keinen Grund geben. Aber es muss einen Grund geben, warum sich jemand irgendwo hinsetzt und alle Stühle um ihn frei sind. Da muss es einen Grund für geben. Weil das ist nicht spezieskonform. Weil wir sind eine Spezies, die, wenn sie nicht zu sehr verschippt ist, den Impuls, den Reflex hat, sich zu berühren. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier eine große Widmungskultur in unserem Haus und darum möchte ich auch heute widmen. Und ich möchte dem Mann diesen Tag widmen. Ich habe diesem Mann schon viele Tage gewidmet. Ich bin immer wieder ganz erschrocken davon, dass meine Schüler mir nicht glauben, dass das Werk dieses Mannes, nicht alle, viele glauben mir, aber manche glauben mir das noch nicht, dass das Werk dieses Mannes für uns als Heiler mindestens so wichtig ist wie die Grundform der Angst von Fritz Riemann und die drei Lichter der kleinen Veronika von Küber. Und das ist das Werk von Dr. Wilhelm Reich. Weil wenn man dieses Werk gelesen hat, wenn man es studiert hat, wenigstens die Funktion des Orgasmus und die Massenpsychologie des Faschismus, die beiden reichen schon. Wenn man dann irgendwann nochmal den Krebs dazu kriegt, dann ist man schon ganz gut. Aber wenn man diese Bücher studiert hat, dann hat man einfach was verstanden, von der Grundfunktion des Lebendigen. Und es hat Reich nicht gechannelt. Das hat Reich sich nicht erdacht. Reich war ein richtiger Naturwissenschaftler. Nicht so ein Irrer wie wir hier, sondern mit Mikroskop. Und nicht mal mit Elektronenmikroskop. Er hat Elektronenmikroskope abgelehnt, weil darunter wäre es angeblich schon tot. Er hat mit Lichtmikroskopen gearbeitet, weil darunter lebte noch alles. Und der Reich hat festgestellt, dass es eine Grundform von Lebendigkeit gibt. Und diese Grundform, die hat er an Amöben studiert, bewegt sich rhythmisch, sich ausdehnend und zusammenziehend und bei der Ausdehnung leicht zitternd. Immer wieder, immer wieder. Das ist die Grundform des Lebendigen. Die autonome Pulsation. Also, dass jemand pulsiert und bei der Ausatmung gleich zittert, dafür muss es keine Gründe geben.
da muss ich nicht irgendwie 5 Milliliter LSD vorher nehmen oder irgendwie 17 Rektalmassagen gekriegt haben. Das ist normal, wenn das so ist. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich irgendeinen Chip, dass es nicht so sein darf. Es ist normal, dass wenn ihr von eurem Liebsten oder Liebster oder egal wie eine SMS kriegt, wo der schreibt, und stell dir vor, dass ich dir gerade meine Zunge ins linke Ohr stehe, dann ist es völlig normal, dass du dir einen 5-minütigen Zitteranfall kriegst. Und bei mir im Vortrag darfst du das auch. Bei mir im Vortrag darfst du dein Handy anlassen, weil ich weiß, es ist wichtig, jederzeit für erotische Belobigung Ich finde es schrecklich, wenn du die 5 Minuten später kriegen würdest und dir ganz nicht in der Entspannung sein könntest. Darum darf man bei mir im Unterricht seine Handys anlassen. Ja? Bitte keine U-Boot-Ultraschall-Klingeltöne, weil ich bin mal im U-Boot abgeschossen worden. Ja? Da kriege ich sofort psychotische Symptome, ihr kennt es. Ja? Vorher bing, bing. Solche Klingeltöne bitte bei mir abschalten, aber irgendwie die israelische Nationalhymne oder weiß ich was, Vogelgezwitscher, das habe ich gern. Also wer auf erotische Komplimente wartet, darf seine Handys anschalten. Hauptsache, er zittert anschließend. Ja. Reflexe. Und wenn wir diese Reflexe nicht mehr haben, weil wir sie nicht haben dürfen, weil wir sie nicht haben konnten, weil wir vielleicht für sie bestraft wurden, dann brauchen wir Hilfe. Dann brauchen wir Gertrauds lila oder rosa? Dein Operationsbesteck. Wie? Lila. Sie hat nämlich ein so wunderbares, magisches Operationsbesteck. Das ist einfach wunderschön. Das ist so eine kleine Handtasche, da sind alle ihre Skalpelle drin und Bohrer. Damit öffnet sie uns die Kalotte und holt so die ganzen Verbots- und Tabuchips aus unserem Hirn. Entweder brauchen wir denn sowas, oder wir brauchen ein wunderbares Seminar, was demnächst stattfindet. Matrix-Punkt-Therapie und Leibtherapie. Ich finde es eine unwahrscheinlich tolle Kombination. Bitte mal aufstehen. Claudia ist ansprechbar an der Pause dafür. Könnt ihr euch gerne angucken. Alle meine Booker, ich habe es gerade auch nochmal gepostet. Also der braucht denn einfach Hilfe. Der braucht Hilfe, damit er wieder in die Grundform des Lebendigen zurückversetzt wird. Wir müssen gar nicht irgendwie werden. Wir müssen gar nicht irgendwie erleuchtet werden oder irgendwie irgendwelche irren Techniken lernen. Ich habe nichts gegen Techniken. Ich habe auch nichts dagegen, sich unter die Decke zu hängen. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube einfach nur, dass es darum nicht geht in letzter Konsequenz. Weil wir müssen nichts machen. Wir müssen einfach nur wieder in einen Zustand kommen. Und wenn da Decke hängen und LSD hilft, super. Aber wir müssen nur in einen Zustand kommen, wo sowas hier alles gar nicht mehr geht. Ich meine, ich merke, was das ausmacht. Da ist es ein bisschen stiller. Und wenn du vielleicht die Handbewegung etwas saugender machen würdest, Sam, würde es noch stiller werden. Ach, du hast ja. Weil ich habe ja nicht viele Hellsichtigkeit. Ich habe eine Potenzialsichtigkeit, ich habe eine Sichtigkeit für heilerisch-erotische Potenziale und ich habe eine auditive Hellhörigkeit für schreiende Haut. Also ich höre Haut schreien. Und eine unberührte Haut, besonders wenn man über dieses Thema spricht, die schreit wie eine Alraune bei Harry Potter, die rausgerissen wird. So schreit die. Weil eine Haut ist dafür geschaffen worden von einer Göttin, berührt zu werden. Sonst hätten wir irgendwie ein Stück Leder. Oder Plastik. Eine Haut, der einzige Sinn einer Haut ist, dass irgendeine andere Haut mit ihr in Kontakt ist. Das ist Leibarbeit. Wir erfüllen den Sinn der Haut. Ein Leibarbeiter ist ein Sinnerfüller. Der gibt der Haut ihren Sinn zurück. Das finde ich ganz schön. Und heute, die nicht berührt sind, die sind schlichtweg sinnlos. Könnte man auch ablegen.
Das ist eine unberührte Haut. Ja, ist doch einfacher. Da macht ihr doch irgendwie Latex. Ist leichter zu pflegen wie Haut. Gibt es keine Neurodermitis, gibt es alles nicht. Also eigentlich ist Haut ohne Berührung sinnlos. Sie ist wirklich sinnlos. Ja, warum ist es so? Warum gehen wir weg aus dieser autonomen Bewegung? Warum gehen wir weg? Diese Amöben, die bewegen sich nicht nur so, wie sich jedes Kindlein bewegt, was sie still wird, lustvoll die still wird. Jedes Kindlein bewegt sich so. Wenn ihr eure Kindlein nackig stillt und ihr dürft Lust empfinden beim Stillen, werdet ihr sehen, dass alle Kinder diese Bewegung machen. Reich nennt diese Bewegung den Orgasmusreflex. Er sagt, es ist die Urbewegung alles Lebendigen. Und die ist da, wenn nichts getan wird, dass sie nicht da ist. Und wenn diese Bewegung da ist, dann passiert was Zweites, und da kommen wir zum Berühren, dass diese kleinen Amöben, gucken wir mal, gibt es irgendjemanden, den ich berühren kann? Und wenn so eine Amöbe einen sieht, den sie berühren kann, dann sofort hin, berühren, und dann wieder weiter. Und der Reich hat festgestellt, darum ist dieses Berühren auch so wahnsinnig prophylaktisch, was Krebs angeht. Was Psychosen angeht, was überhaupt alle schweren Krankheiten angeht, weil bei diesem Berühren, und das hat Reich wirklich unter dem Lichtmikroskop festgestellt, die strahlenden Körper, weil alle Körper strahlen, das hat Reich auch schon lange vor Pop festgestellt, die Strahlung wird stärker. Also ist leider hier nicht hier unser Schwarm-Aura-Medium, aber wenn man unser Schwarm-Aura-Medium jetzt vor diese beiden wunderhübschen Menschen, die auch noch so gut anzugucken sind, setzen würde und sie hätte eure Aura, eure Dualaura jetzt gezeichnet und hätte dann auch von meinem Vortrag animiert, eure Bereibungen mit reingenommen, dann hätte sich in dieser halben Stunde, also ich sehe das ja nicht, also ich kann es so ein bisschen spüren, aber diese Aura dieser beiden Menschen hat sich verändert. Die haben ihre Systeme in dieser halben Stunde für die nächsten 5 Jahre krebsfrei gekriegt. Und das finde ich gigantisch. Das finde ich so gigantisch.